Ach ja. Mädel, Leute. Ich hab heute mal gedacht, ich mach ein Nudelsalat. Mein Wasserkocher, der kocht schon vor sich her. Wird man wahrscheinlich hören. Topf ist auch schon auf dem Herd. Ja. Gerade war mein Opas Weißer Video zu Ende. Und kam mal wieder richtig gut an. Es freut mich einfach, wenn ich den Chat lese und mit euch interagiere. Dass ihr da raushaut, echt Wahnsinn. So. Das Wasser blubbelt vor sich her. Und da schreibt jetzt gerade einer per Discord, oder? Ja, der Pyro-Freak. Ja. Da muss er geschwind warten, bis ich reagiere. Weil ich bin hier mitten in der Aufnahme. Also, zuerst mal so eine Zwiebel. Ich muss doch das Bier hier rüberstellen. Steakmesser wird wieder ranziger. Oh, gleich ein Haar. Ich glaube, ein Sackhaar ist das. Egal. Da ist es schon wieder. Heide, heide. Ich darf mich nicht am Popo kratzen. So, den Scheiß schmeißen wir weg. Das mache ich jetzt hier über der Mülltüte, damit das abgeht. Ja. Ich habe das jetzt wieder mit der giftigen Zwiebel vergessen, dass das nicht so brennt. Oh, lecker. Herrlich. Jetzt sieht man es richtig, ja. Dann schneide ich einfach mal bloß so ein paar Stücke. Sehr gut, der Wasserkocher ist fertig. Lecker. Machen wir den Herd an und das Wasser rein. Geht schneller. Heißer Wasserdampf. Oh, den ausstecken. Und ich nehme immer gern für die Nudeln dieses Salz. Ich weiß natürlich viel rein, aber eine gute Handvoll, würde ich mal sagen. Oh, das tue ich jetzt mal hier hoch. Und vorher Durst. Jetzt haben wir hier ein paar so Stücke. Ich gebe jetzt dem Spezialwerkzeug jetzt noch eine letzte Chance. Ihr wisst ja, das Rotationsgerät. Sollte nicht mal echt sein. Ich habe doch eigentlich einen Pürierstabmixer. Warum nehme ich den nicht? Keine Ahnung. Jetzt nervt schon wieder einer per Discord. Ich glaube, jetzt kommen die ganzen Reactions rein. Hey, bleibst du da? Muss mal schön gucken. Was? Leider Video wieder weg. Wurde jetzt mein Video weggemettelt oder was? Jetzt habe ich leicht Panik. Jetzt muss ich mal selber gucken. Meine Videos. Ne, Opas weiß es noch da. Ne, da geht es um das Besuchervideo. So. Steht drauf. Junge, habe ich heute Durst. War ein schönes Besuchervideo. Ich glaube, da wird ein zweiter Teil kommen. So, aber jetzt lassen wir mal hier die Zwiebel richtig rotieren. Okay.
Ja, jetzt sieht's doch mal besser aus. Ich hab. Ja, wenn keine Bedienungsanleitung dabei ist, dann weiß ich auch nicht weiter. So, die Zwiebel. Einfach mal hier in den Ogertrog rein. Oh, die sind jetzt aber wirklich schön klein. Das gefällt mir. Schaut euch das an. Oh, geiler Scheiß. Ogertrog wieder zur Seite. Das Wasser kocht jetzt. Kommen die jetzt rein. Ich brauche das Messer hier. Da ist jetzt die... Ja, scheiße. Tüte falsch rum aufgerissen. Jetzt hält sich die Nudeln hier total. Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Zum Glück habe ich die Cam nicht umgestellt. Das ist... Oh, wie sieht das hier aus, du? Ach, Scheiße. Ja, zum Glück habe ich keine zweite Cam auf meiner Wunschliste. Ja, dass die Wunschliste jetzt auch wieder da ist, hat mich weggebeamt. Sachen im Wert von 1300 Euro. So, weil ich meinen Nudelsalat ja schön deftig mag. Ja, das ganze Öl mal raus. Ja. Oh. Ihr kennt ja die Dinger. Ach komm. Man kann auch alles reinmetteln. Jetzt habe ich Scheiße gebaut. Jetzt kriege ich das Rotationsgerät nicht rein. Egal, irgendwie muss es. So. Ja, dann geben wir mal wieder Gas. Das Ding wird ja immer geiler. Ich habe es eindeutig falsch benutzt. Jetzt muss ich mal hier die Nudeln ein bisschen umdrehen, dass sie nicht anbrennen. 7 bis 8 Minuten brauchen sie ungefähr. Ich mache es länger, dass sie jetzt schön lätschig sind. So, der Druck. Messer raus und rein mit der Pampe. Scheiße. Digga, Steiniger. So, alles raus. Das ist jetzt eine sehr schöne Konsistenz. Klebt an Hauswänden, würde ich mal sagen. Das machen wir in die Spüle. Gleich abspülen immer. Auf die Wichsgriffel. Da, heißes Wasser, heiß. Warum geht das kalte Wasser nicht? Alles verkalkt. So, ich bin nackt und habe nichts zum Abtrocknen hier. Super. Ich nehme mal die Einkaufstasche. Herz drehen wir ab. Mit der Resthitze lassen wir noch das leicht vor sich her köcheln. Jetzt brauche einen neuen Wasserhahn. So. Sorry Leute, dass das so in die Länge geht. Jetzt habe ich gedacht, Es muss ja zu einem guten Nudelsalat auch ein bisschen was Gesundes dazu. Dann nehmen wir doch einfach mal diese hier. Mal zur Seite. Bevor ich jetzt schon lange nichts mehr trinken.
ja. Diesmal müssen wir die Flüssigkeit abschöpfen. Die Nudeln blubbern vor sich hin, gut. Junge, wie viel Flüssigkeit kommt denn da raus? Ja. So. Einfach rein damit. Gefällt mir. So, das muss ich auch gleich abspülen. Na, für 10 Minuten. Da kann ich ja Werbung schalten. Jetzt sieht es so aus. Jetzt habe ich gedacht, es müssen ja noch ein paar Gürkchen rein. Ich liebe die kleinen Dinger. Da habe ich auch was von Amazon. Auch 2,99. Das wird jetzt etwas gefährlich. Aber okay. Oh oh. Ach komm, rein damit. Zum Glück bin ich noch nüchtern. Ich glaube, im Vollsuff werden die Finger ab. Ich habe etwas Angst. Ah! Jawohl! Da haben wir's. Aber gut, das Gurkenwasser spült das Blut ab. Sag mal, war da nicht irgendwie so ein Teil dabei? Muss ich mal gucken. Na, ja. Hab doch gewusst, da ist so ein Spezialding dabei. Oh, wie mache ich denn das jetzt? Ich lege jetzt einfach mal hier so die Länge nach hin. Und dann sind ja hier solche Nippel. Und dann mal gucken. Ja, ach, geiler Scheiß. Ja, Megasthenie. Also Streifen hat auch was. Gefällt mir. Da hau ich noch mal ein paar drauf. Ich hätte doch die größeren kaufen sollen. Boah, ist das ein geiler Scheiß. Ha, Frank Rosin, du kannst einpacken. Oh. Ist auch fertig. Spüle. Und die Gurken haben natürlich in den Kühlschrank. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Ja, ja. Und dann, ja, die Nudeln hätte ich hier fast vergessen. Oh, die sind schon weich. Oh, geil. Eiswasser abschöpfen. Hier keinen Untersetzer, scheißegal. Ja, das habe ich alles abgedreht. Jetzt hier. Schön lapprig. Haben wir al dente, war das jetzt nur bei Spaghetti oder so? Dass sie irgendwie hier kleben? Ne, egal, sind weich. So. Dann mal rein damit. Ja, leicht gekleckert und ich würde mal sagen, zu viel Nudeln. Und nein, die nassen Nudeln sauge ich jetzt nicht mit meinem Staubsauger auf. Oh, lecker. Na, genau. Wo ist er denn jetzt? Ich glaube, der ist in meinem Badezimmer.
doch gewusst, ich habe den irgendwo hingelegt. So, Hicks, zweiter Versuch. Wenn das jetzt nicht klappt, weiß ich auch nicht. Und oh. Oh, das riecht richtig gut mit den Möhrchen. Mutter, du mal die Möhrchen. Ja, so sieht auch Hicks seiner aus. Wenn er beim Franz Bauer drin war. Oh, Alter, Knoblauchbombe. Puh. Oh, da fange ich erst schwitzen an. Das ist ja der Wahnsinn. Gut, den brauche ich jetzt auch nicht. So. Und dann natürlich, komm, Fernmanagement muss mal wieder sein. Die Kippe sieht man nicht, los, da. So. Mein Dressing. Wie gesagt, ich vertraue da nur auf Knorr, weil echt ohne Scheiß, der von ja, den kann ich vergessen. Aber jetzt. Ja, komm schon. Die Nudeln saugen ja natürlich auch noch die Soße auf. Und, oh, Geschmacksexplosion, sage ich euch. Ach so, da ist die Kippe. Aus meinem Sichtfeld verschwunden. Jetzt sieht der Kack so aus. Und vorher Durst. Und ja, ich weiß, es fehlt noch Schärfe. Wo ist er denn? Ich glaube, der war's. So, da machen wir jetzt hier einfach den Rest der Flasche rein, weil bringt ja nichts. Ja, da ist das auch leer. Dann noch ein bisschen Cayennepfeffer, weil die Rosette muss ja brennen. Oh, ich sag's euch, der riecht gut. Jawohl. Oh, jetzt komme ich aber hier ins Schwitzen, du. Ja. Und da muss der Hicks mal wieder ran. Hört ihr das Geräusch? Grüße gehen an Hicks. Das ist zu viel. Das ist ja Wahnsinn. Aber es fehlt ja noch was. Darauf habt ihr ja gewartet. Die guten Krabne. Oh. Junge Hicks, du alte perverse Sau. Nun ja, es ist ja nicht mehr so warm. Und dann können wir das alles schön durchhängen, gerade wegen den klein gehackten Zwiebeln und dem Knoblauch. Ich muss sagen, ja, die Konsistenz ist jetzt schlechter geworden wegen der ganzen Flüssigkeit. Aber hey, ja, auf dem Hof verteilen fürs Ungeziefer, ja, das geht. Jetzt muss ich mal so schlotzen. Oh. Oh. Da werden Sie sich morgen auf Arbeit freuen. Ja, und ich tue mir immer gleich die Hände waschen. Oh, das wird ein. Oh. Ich merke es jetzt schon. Ich sag's euch. Ah, hammergeiler Scheiß. Handtuch? Ach ja, habe ich ja, ne? Habe ich auch vorhin an.
der Einkaufstasche. Ja, so liebe Leute, so sieht's aus. Ihr wisst ja, ein paar von denen und ein Nudelsalat muss ja kalt sein. Ich würde mal sagen, so ein bis zwei Tage im Kühlschrank und dann ist der richtig durchzogen. Dann sage ich mal, Break. Irgendwann später. Ja, Metal-Leute, jetzt die Verkostung. Aber wegen der Aufnahme, ja, ein Tag zu spät. Ich war rotzevoll und hab vergessen, es aufzunehmen. Ja gut, machen wir das noch einen Tag später. Auf Arbeit werden Sie sich freuen, dass ich einen zweiten Tag kräftig stinke. Wie man sieht, habe ich schon einiges... Alter, der Geruch. Oh, scheiß die Wandern. Jetzt weiß ich, warum die Milfs irgendwie Abstand von mir gehalten haben. Von mir jungen Spritzer. Aber jetzt nehmen wir mal erstmal hier so... Hier diese, ja, was war das? Ich habe mir die Gehirnzellen abgeschossen, Alter. Zwiebeln, Knoblauch. Oh. Oh, scheiß die Wandern. Schmeckt ja noch extremer. Und, ja, eine Krabne. Aber die Idee mit den Gurken war geil. Jetzt habe ich die gekleckert, egal. Bisschen durchrühren. Boah. Alter, wenn ihr das riechen könnt. Boah. Alter. Ja, da aber. Also wenn ihr an der Dönerbude vorbeilauft, ist das noch echt harmlos. Und die Schärfe habe ich diesmal richtig gut getroffen. Boah, Alter. Nochmal eine Krabne. Na. Jetzt weiß ich auch, warum ich am nächsten Tag diese Magenkrämpfe hatte. Aber ich muss sagen, richtig geil. Oder würde es heute Nacht wieder die Bettdecke heben? Auf jeden Fall, das, oh, da muss ich echt ein Rezept schreiben. Vielleicht sollte ich mal einen Blog machen. Ah. Also ich weiß nicht. Obwohl das ein kalter Nudelsalat ist, da kommt man ins Schwitzen. Okay, der war schwach. Ach, leck mich am Arsch. Ist das herrlich. Und hier der ganze Rand. Mit dem gehäckselten Knoblauch und Zwiebeln. Aber doch keine schlechte Idee, das zu kaufen. Ja gut, wie gesagt, Memo. Hoppla. Ich will euch nicht weiter nerven.
werde mich jetzt erstmal hinlegen. Dann ein bisschen wirken lassen. Es wirkt jetzt schon. Und dann heute Nacht, wenn ich irgendwann aufwache, weiter fressen. Ja. Metal off.